Die meisten Einwohner profitieren von den rund 12 Millionen Touristen, die jährlich nach Sanya kommen. Fast alle Gäste sind Chinesen. Besonders beliebt sind jene Ausflugsziele, die mit lauter Musik beschallt werden. Gern westliche Melodien mit chinesischen Texten. Wir feiern Party statt ein Schiff wird kommen. Chinesen bewegen sich auch im Urlaub in der Gruppe gern in Einheitskleidung. Kaum ein Chinese setzt sich lange der Sonne aus. Braun werden ist verpönt. Dunkle Haut haben nur Bauern. Eine knappe Woche verbringen die meisten Urlauber auf Hainan. Rund 300 heiße Quellen sprudeln auf Hainan. Viele von ihnen liegen versteckt, deswegen treffen sich hier zumeist Einheimische. Eine feste Badezeremonie gibt es nicht. Die einzelnen Pools unterscheiden sich nur durch unterschiedliche Temperaturen. Jeder sucht sich seinen Platz in einem der Becken. Die Attraktion der Therme ist das Becken mit den Kussfischen. Wer ruhig liegen bleibt, wird im Nu von den Tieren umringt und angeknabbert. Die Fische ernähren sich von abgestorbenen Partikeln auf der Hautoberfläche. Eine Delikatesse der Insel sind im Thermenwasser gekochte Hühnereier. Die kleinen Snacks bereitet die Bademeisterin höchstpersönlich zu. Allerdings gibt es nur eine Art der Zubereitung, hartgekocht. Es gibt viele Gäste, die ganz verrückt danach sind. Sie glauben, dass sie einfach besser schmecken als die Eier daheim. Wenn man sie hier kocht, dann sind sie besonders salzig. Das liegt an dem Wasser. In der sprudelnd heißen Quelle sind die Eier in wenigen Minuten fertig. Weil es kein Mensch in 95 Grad heißem Wasser aushalten würde, wird es auf erträgliche 45 Grad gekühlt, bevor es ins Becken läuft. Diese Therme ist besonders bei gut betuchten Privaturlaubern aus Peking beliebt. Sie ist einer der wenigen öffentlichen Plätze, an denen es nicht laut ist. Ordner mit Megafonen bringen die Gäste auf den richtigen Weg. Als erstes steht der Besuch des Buddha-Kulturparks in Nanshan auf dem Plan, 50 Kilometer westlich von Sanya. Der Vergnügungspark gilt als eine der Hauptattraktionen Hainans. Tag für Tag besuchen tausende Urlauber die 50 Hektar große Anlage. Erste Station ist der weise alte Mann. Bei ihm darf man seine persönlichen Wünsche loswerden. Vorausgesetzt, man kauft ein Glücksbändchen. Im Angebot sind Bändchen für Gesundheit, Ausgeglichenheit, Alter oder Barmherzigkeit. Die Wünsche von Tao Li und Ying Xu müssen ihr Geheimnis bleiben. Nur dann können sie in Erfüllung gehen. Drehscheibe des Parks ist der zentrale Shuttlebus-Bahnhof. Chinesische Gäste schätzen keine langen Fußmärsche. Plakate erinnern daran, dass in der Gegend besonders viele Hundertjährige leben. Die hohe Lebenserwartung sei vor allem auf die gute Luft und das reine Trinkwasser zurückzuführen. Tatsächlich ist die Qualität von Luft und Wasser außergewöhnlich gut. Der Buddha-Park zählt zu den einträglichsten Unternehmen der Insel. Dass hier keine echten Mönche arbeiten, sondern Angestellte, kümmert dabei die wenigsten Besucher. Hainan hat wenig echte Kulturgüter. Eine eigene buddhistische Tradition gab es nie.
Besonders beliebt sind Räucherkerzen, die fast alle Parkbesucher entzünden. Sie begleiten traditionell buddhistische Gebete. Touristen verirren sich kaum nach Shuiman. Falls sie sich überhaupt für die Ureinwohner interessieren, kommen sie meist hierher, in das Yetian-Kulturdorf, wo die Kultur der Li- und der Miao-Minderheit vermittelt werden soll. Fast 25 Euro kostet der Eintritt. Mehr als viele Li oder Miao im Monat verdienen. Im Kulturdorf sollen die Gäste erfahren, wie die Inselbewohner fernab der Touristenhochburgen leben. Mit der Realität hat das jedoch nur wenig zu tun. Diese beiden Besucher sollen auf traditionelle Weise um eine Li-Frau werben. Wer eine Li-Frau heiraten will, muss sie zuerst an den Glücksbändern unter der Decke entlang tragen. Anschließend folgt eine Art Balzgesang. Wenn sich der Bewerber dabei nicht zu schusselig anstellt, hat er gute Chancen, das Herz seiner Angebeteten zu gewinnen. Sie will wissen, wo er herkommt und wie viele Frauen er schon besitzt. Er gibt sich als zufälliger Besucher aus, der einsam und liebesbedürftig ist. Obwohl das Kulturdorf eher einem Folklore-Theater gleicht, wird es von den Li und Miao nicht abgelehnt. Denn ein Teil der Eintrittsgelder fließt als Subvention in ihre Bergdörfer. Einige haben es auch bis nach Sanya geschafft und arbeiten dort auf den Märkten. Hier haben sich viele altchinesische Traditionen halten können. Wellnessbehandlungen werden noch immer auf der Straße erledigt. Sanya hat heute mehrere große Marktplätze und Markthallen. Und es werden weitere hinzukommen.